Name your game. So, wir nehmen den nächsten Fall an. Das wird sein, vermeide Kämpfe. Oh, Phanimon, ich mag nicht, wenn Freunde kämpfen. Kannst du sie dazu bringen, aufzuhören? Kämpfen vermeiden? Der Klient ist auf Phanimon. Ich werde es kontaktieren und um genauere Informationen zu dem Fall bitten. Danke, dass du meinen Fall übernommen hast. Akzeptierst du wirklich alle Fälle, auch von Digimon? Ausgezeichnet. Endlich habe ich jemanden gefunden, der bereit ist, mir mit meinem Problem zu helfen. Ich habe zwei Freunde, Seraphimon und Kerpimon. In letzter Zeit steht es nicht gut um die beiden. Sie kämpfen jetzt sogar gegeneinander. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie sich streiten, aber dieses Mal weigern sie sich, sich wieder zu vertragen. Ich habe versucht, zwischen ihnen zu vermitteln, aber keiner von beiden will mir sagen, warum sie sich zanken. Jetzt wollen sie mich zwingen, mich für eine von beiden Seiten zu entscheiden. Ich bin in einer sehr schwierigen Lage. Leider kann ich wohl nichts machen, bitte sorg dafür, dass sie aufhören zu kämpfen. Wenn du nicht vermitteln kannst, wäre es eine große Hilfe, wenn du herausfindest, warum sie sich streiten. Sie sollten sich gerade unter dieser URL streiten. URL für den Engelsserver erhalten. Sie sind wirklich wütend, bitte sei vorsichtig. Easy. Wir gehen nach Eden. Engelsserver? Der ist genau hier. Es gibt kein Anzeichen auf Seraphimon oder Kerpimon. Vielleicht sind sie reingegangen. Mal schauen. Sheetmon-Medaille erhalten. Das gibt wieder Geld. Komm, wir hacken mal Speed. So, was kommt jetzt Lustiges? Haben wir wieder alles falsch dabei? Das war klar. Oriumon muss kommen. Und hier nehmen wir Digitamamon mit. Ich mag dieses Digimon. Stärker als ich gedacht hatte. Oriumon muss gleich einstecken. Voll effektiv auf den Falschen. Der haut den schon um. Es ist noch nicht so stark. Ja, auch viel Damage. Aber direkt hier auf Level 9, das ist sehr wichtig. Gigadramon Level 17 und Turuemon gescannt. Let's go weiter. Ich bräuchte auch mal einen Healer. Ballern wir erst den weg. Schön. Sehr, sehr schön. Das müsste effektiv sein. Jetzt will ich einfach mal die Fertigkeit sehen. Nee, das ist Overkill. Mach mal hier einen schweren Schlag. Danke, Digitamamon, dass du tankst. Und wäre Garurumon stark wie immer? Wir haben mehrere Level-Ups zu verzeichnen. Ich lese sie jetzt nicht vor. Wir gehen direkt weiter. Es ist genau hier.
leichter. Tschüss. Digitalmann, zeig mal, was du drauf hast. Ja, das wird jetzt nicht so viele abziehen. Nee. Gibt einen Gegenangriff. Oriumon. Und Oriumon Level 14, Skullsatamon 42, Gigadramon 19. Und ein Lekismon wurde gescannt. Speicher ab, sehr nice. Das müssen wir immer gleich verwenden, ihr kennt's. Wir haben noch eins. Riesengruppenspeicher jetzt. Das ändert aber nichts, dass der Maximalslot für Digimon 11 beträgt. Moin, Leute! Das magst du doch. Wäre Garurimon. Das wäre auch eine super schöne Digitation. Muss ich gucken, wie ich das mache mit dem. Tschüss. Oriumon 16. Gigadramon 20. Da sind die beiden. Seraphimon, was hast du gesagt? Ich bin viel besser als du. Kerpimon, gut. Halt die Klappe, diese Worte willst du noch bereuen. Was willst du? Verzieh dich. Das geht dich nichts an, Mensch. Verschwinde. Raus hier, habe ich gesagt. Kämpfen ist nicht gut. Ich kann mich nicht erinnern, dich um deine Meinung gebeten zu haben. Du willst wissen, warum wir kämpfen? Dann lässt du uns in Frieden. Erst sagst du, kämpfen ist nicht gut. Dann sagst du, wir können weitermachen. Wofür hältst du uns? Jetzt sind sie wütend auf mich. Vielleicht werden sie jetzt mit mir reden. Oder kämpfen. Kerpimon, hi. Halt dich aus unseren Angelegenheiten raus. Es bringt nichts. Sie weigern sich komplett mit mir zu reden. Da gibt's nur eins. Interessant, dieser Mensch will gegen uns kämpfen. Na schön. Dann kommen wir nicht mal ins Schwitzen. Leute. Statusbarriere. Okay, zweimal Serum haben wir hier. Heiligen Knöcken. Ja, der kann gleich gehen. Mega Seedramon, wichtig. Und Super Starmon. So, wie schmeckt dir das hier? Oh, voll zugeschlagen. Heilt sich. Und den Mate. Mein Gott, ist das schon wieder so ein Healer-Game. Wie gefällt dir das denn? Sehr effektiv, aber natürlich viel, viel Damage. Kannst mal aufhören mit deiner Beweglichkeit. Wir versuchen, den zu sleepen. Aua! Holy Light! So, jetzt reicht's mir hier. Combo Attack. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Panikhauch. Oh shit. Dann heiße ich schon wieder. Ich finde das nicht so gut. Du kommst jetzt mal hier. Das Albtraum-Syndrom blockt aber gut. Himmlisches Urteil, auch stark. Noch ein Kinnhaken? Oh, geil.
Nee, nicht schon wieder Panik verbreiten. Er trifft aber super, Mega Seedramon. Wir machen mal die Zerstörungskanone. Oh, die ist immer gut. Beschleunigungsschub. Panik immer noch da, aber trifft wieder. Und der trifft den Falschen. Intelligenz steigt, heilt sich ein bisschen, aber... Die Tamamon! Mein Liebling. Schlag der 7 Sterne. Oh, 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 oh. Ja, ich muss den Heal gleich machen. Nein! Schlägt die Gitarmamon. So. Problem ist, dass hier 2 angeschlagen sind. Ich werde also alle heilen. Wichtig wäre, dass jetzt kein Heal kommt. Nee, kommt nicht. Bisschen. Erstmal das hier. Und danach den Kometenhammer. Guter Konter. Sehr gut. Beschleunigen echt krass. Hielt auch. Hielt wieder. Wir machen mal das hier. Die Zerstörungskanone kommt. Perfekt. Na, jetzt haben wir ihn gleich. Das schon wieder. Das ist mega stark. Holy Light auch noch. Das ist die Frage. Healen wir? Wir healen mit Seedramon, weil der am wenigsten abzieht. Das müsste reichen. Natürlich nicht gut. Ach, Scheiße. So, wir müssen die Gitarmamon heilen. Das hilft jetzt nicht. Oder wir heilen alle. Jetzt haben die halt wieder die Gelegenheit zu heilen. Da kommt schon wieder sowas. Kein Heal. Ein bisschen Heal. Ja, das wird jetzt ausreichen, schätze ich. Passt. Perfekt zerstört. Den nächsten. Das ist nur noch Formsache. Oh, 444, der hält aber auch einiges aus. Erhöht ständig seine Beweglichkeit. Hielt auch immer. War nicht so stark. Aber wir haben schon die Hälfte weg. Ich glaube, danach brauchen wir auf Super Samon Heal, einen leichten. Bitte nicht auf Super Samon. Gut, das geht. Das kannst du haben. 404, perfekt, Super Samon.
Noch eine Zerstörungskanone. Ja, und jetzt ist er tot. Oder doch nicht? Ja, doch. Dankeschön, meine lieben Digimon. Gelevelt. Super Samon 67, Digitamamon 67, Skullsatamon 44, Blumeramon 54, Oriumon 22, Gigadramon 26. Krak! Wie konnte er uns beide besiegen? Wir sollen dir sagen, warum wir kämpfen? Willst du es wirklich unbedingt wissen? Na gut, weil du gewonnen hast. Ja, noch mehr Demütigung halte ich nicht aus. Wir kämpfen wegen Ophanimon. Wir streiten uns, wer der bessere Verehrer für sie ist. Ach so ist das. Das bin natürlich ich. Lächerlich, ich bin es ganz klar. Ich bin nur nicht stark, sondern auch klug und nett. Ich bin rundum perfekt für sie. Du hast auch Fehler. Passt sein grobes Verhalten auch zu ihr? Und was ist mit dir? Du bist so förmlich und spießig. Du würdest sie zu Tode langweilen. Jetzt weiß ich den Grund, aber sie drehen sich im Kreis. Was soll ich tun? Ich rede ein ernstes Wörtchen mit beiden. Halt dich da raus, das ist unsere Sache. Ich werde nicht klein beigeben, Kerpimon. Nichts, was ich sage, zeigt irgendeine Wirkung. Ich bitte Ophanimon her. Hallo, wie läuft es? Was? Du weißt, warum sie sich streiten? Ich bin gleich da. Was meinst du damit, dass Ophanimon unterwegs ist? Das ist nicht gut, das wird unangenehm. Ja, wirklich unangenehm. Verstehe. Jetzt weiß ich, warum ihr euch streitet. Habt ihr vergessen, was eure Aufgabe ist? Sollt ihr nicht Recht und Ordnung schützen? Dass ihr euch wegen einer persönlichen Angelegenheit streitet, ist unverzeihlich. Ich weiß. Ihr habt so viel Schaden angerichtet, ihr müsst das reparieren. Und eure Freundschaft müsst ihr auch reparieren. Danke, dass du es mir gesagt hast. Jetzt kann ich dafür sorgen, dass sie sich wieder vertragen. Du magst ein Mensch sein, aber ich bewundere deine Stärke und gute Urteilskraft. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Ich glaube, das lässt sich jetzt regeln. Den Rest kannst du mir überlassen. Ich bin dankbar, dass du mein Problem gelöst hast. Die beiden haben sich beruhigt und zeigen Reue. Sie reparieren den angerichteten Schaden. Es ist nur richtig, dass sie all den Ärger wiedergutmachen. Ich bin froh, dass diese Sache jetzt geklärt ist. Ich war schon etwas geschockt, als ich herausgefunden habe, dass sie sich wegen mir gestritten haben. Aber zwischen uns dreien ist jetzt wieder alles beim Alten. Als Dankeschön möchte ich dir gerne etwas erzählen. Seit du sie besiegt hast, nutzen sie dich als Maßstab der Stärke. Jetzt glauben sie, wer von ihnen dich besiegt, ist das beste Digimon für mich. Sie helfen einander, um mehr zu trainieren, damit sie dich besiegen können. Sie sind jetzt engere Freunde als je zuvor. Das macht mich froh. Sei nächstes Mal, wenn du sie siehst, vorsichtig. Fall erledigt. Eine Nachricht bekommen. Trainingsbefehl auf Farm 1 beendet. Erteile deiner Digifarm einen Befehl. Wir müssen ein bisschen mehr ins Digilab. So, erstmal zum Heal. Perfekt. Schöne Items hier. Und dann sollen die ein bisschen trainieren. Wir ändern den Anführer auf Matadormon. Hier haben wir aber auch immer schöne Sachen gekauft. Also werden wir das hier auch machen. Willkommen, wir kaufen was.
Von dem kaufen wir auch ein paar. Kann man nie genug haben. Was könnten wir noch? EP erhöhen. Weiß ich nicht. Paar mal das hier. Paar mal Angriff. Das hier und das hier. Schön, dann können wir auch noch unsere zweite Farminsel damit ausrüsten. Das reicht schon mal. Wir machen Megadramon zum Anführer. Vielleicht kann es sich dann entwickeln. Gehen wir nochmal gucken. Was jetzt der noch braucht? Fähigkeit. Das wird er eh lernen. Ist schon mal gut. Und der braucht. Brauchen eigentlich alle Fähigkeit. Werden die aber auch alle bekommen.